Ja, also ich finde, die Cast, wisst ihr noch, wo es rumging, dass irgendwie Lisha rein soll und Bauer Patrick und so? Wisst ihr das noch? Das fand ich krass. Ich glaube, das wäre heftig gewesen. Dankeschön. Und dann als Cast ist sehr wild, ja. Ja, zu Effenberg kommen wir auch gleich. Und dann, als ich dann gehört habe, ja, komm rein, Enrico, wo ich dann gehört habe, die ist dabei, jetzt komme ich aus dem Konzept hier. Ey, was ist hier los? Nee, genau, als ich dann gehört habe, die Cast ist das nicht, sondern die, die jetzt da ist, war ich erstmal so, wisst ihr? So, okay. Aber dann habe ich den Einzug gestern gesehen und fand das wirklich tatsächlich gar nicht so schlecht. Genau, bei einigen Personen polarisieren und bei einigen nicht. Ich glaube aber, wenn eine Cecilia und eine Tessa nicht drin wäre, würde es langweilig werden. Ich glaube, die beiden sind wirklich wichtig. Tatsächlich. Und wie man gesehen hat, gestern beim Einzug bei der ersten Folge, dass Kasala war schon da. Cecilia hat uns direkt, ja. Lisha hätte nie durchgehalten, ja, das glaube ich auch. Das weiß ich auch, das glaube ich auch nicht. Ne? Und dann auch alleine ohne ihren Partner, ne? Weiß ich auch nicht. Ja. Ja. Ich glaube nämlich auch, ohne Tessa wäre es hart langweilig. Und ja, auf jeden Fall gab es ja dann gestern, ja genau, den Moment, wo ist der Tana? Wir probieren mal mit Tanas Netz. Er hat eine Einladung geschickt, eine Anfrage. Was ist da los? Ich habe eine Bambusleitung, glaube ich. Was sagst du? Sag nochmal. Ich habe eine Bambusleitung, meine ich. Heute sitzt Magneto, jetzt du, ne? Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Die ganze Zeit schon. Und jetzt habe ich noch mal Heftig. runter. Ich habe es noch mal runtergefahren und dann wieder hochgefahren und jetzt klappt's. Ich wünsche euch auf jeden Fall Super. einen schönen Abend, ne? Also, tut mir leid. Ja. Nee. Alles gut, ist ja nicht schlimm. Mein Gott, ich habe mich nur gewundert. Normalerweise also bist du der Pünktliche von uns beiden ja immer. Genau, Und das dann hat habe mich ich richtig genervt. gesagt, irgendwas muss sein. Ich konnte auch Na? keine WhatsApp schreiben, ne? Es war voll nervig, also kein Internet. Ich habe das mit dem Laptop heute gehabt. Also ich hatte totale Probleme bei TV Now rein, also bei RTL Plus reinzukommen. Ich konnte fast gar nicht streamen. Ich hatte das auch. Oh, richtig nervig. Also in letzter Zeit mit Internet haben wir echt große Probleme. Also Ja. vor allem ich. Also echt nervig. Einen schönen guten Abend. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen guten Abend. Eine schöne Woche mit Dschungelcamp. Ja, du hast auch extra dich ein bisschen zurecht gemacht. Ich habe meine Pflänzchen hier. Ja, wir waren stehen geblieben. Also wir haben angefangen, darüber zu sprechen, die Cast. Wie finden wir die Cast? Und dann haben wir gesagt, dass ohne Tessa und Cecilia es, glaube ich, eher langweilig wäre. Wie findest du die Cast? Finde ich ganz gut. Ohne Tessa stimmt. Ja, wäre es, glaube ich, auch langweilig. Also, ja, aber irgendwie nervt mich das auch krass. Man ist voll so hin und her gerissen bei ihr, ne? Ja, total. Also, Cecilia ist ja meine Favoritin. Das habe ich ja erwähnt bei mir ja im Video. Da habe ich ja die, ja, da habe ich ja den Cast nochmal ja, gezeigt und gesagt, so wer alles dabei ist und wer überhaupt es schaffen könnte. Aber an Ah ja. sich ja. Hast du recht. Also ich glaube, wenn da, also ich weiß nicht, ich finde, Claudia Effenberg könnte auch irgendwie noch schlimmer werden, habe ich das Gefühl. Du, ja. Also Cosimo auch und Gigi halt auch. Also ich finde grundsätzlich, Gigi, Tessa und Cosimo haben schon Potenzial, halt, die sind halt sehr manipulativ, ne? Muss ich sagen. Also die merken das nicht mal, aber bei Tessa ist es schon krass. Also die ist schon so, die schreit schon so richtig danach, ne?
Ja, und das ist halt das, warum so viel zwiegespalten sind. Auf einer Art wollen wir ja dieses, das Trashige und wollen ja Stress und Action und so. Wissen wir ja Ja. selber. Wir sind selber YouTuber und die Leute Ja. mögen es, wenn wir uns untereinander auch streiten, etc. Ja. Aber das Ding ist, dass Tessa, also es ist so, das ist ja permanent irgendwie und deswegen triggert mich das auch hart. Ich habe mit ihr ja auch eine Bekanntschaft gemacht und habe halt auch gemerkt, dass sie die Ach Dinge was. rumdreht. Ja, sie Ah, dreht die Dinge ganz okay. rum, sie verwechselt Dinge, sie redet aneinander vorbei bewusst. Also du kannst mit ihr gar nicht wirklich, ist meine Erfahrung halt, auf einen Nenner kommen oder ein gutes Gespräch so führen. Also besonders nicht, wenn man verschiedener Meinung ist. Also nicht so wie wir zum Beispiel. Wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, das haben wir auch öfters mal, dann redet man Ja. darüber, man akzeptiert die Meinung des anderen, lässt das so stehen und nächstes Thema. Das kannst du mit ihr nicht. Okay. Aber in welcher Sache hattest du dann irgendwie einen Bezug zu Tessa? Ich habe auf sie ja reagiert, warte. Ich habe auf sie ja reagiert bei Kampf. War sie bei Kampf der Reality Stars oder wo war sie da? Ah, genau, da war sie, stimmt. Das habe Ja, ich ja ne? mit Jan Like, ne? Leiden Lake oder wie heißt der nochmal? Genau, Jan Like, ja. Genau. Ja. Und da hat sie dann Kontakt zu mir aufgenommen und das war echt weird. Wirklich so. Ich habe mich ein bisschen erschrocken. Ja. Okay. Und ja, es würde mich mal interessieren, vielleicht kannst du mir das mal im Privat erzählen. Ja. Aber ja, also ich finde sie grundsätzlich halt seit Germany's Next Topmodel, finde ich sie schon sehr grenzwertig von ihrem Verhalten her. Und meine Brille blendet. Die blendet, glaube ich, ein bisschen, ne? Ja, weil du hast Ringlight an, ne? Ja, genau. Ja. Willst du es mal ausmachen, oder? Nee, lass an, dann ist die Qualität besser. Ach so. Vom Bild. Also, Alles gut. folgendes. Ich finde grundsätzlich, sie ist seit Germany's Next Topmodel ist sie mir schon krass aufgefallen. Sie nervt mich auch mit ihrer Art her, weil sie immer wieder irgendwelche Sachen erfindet, finde ich. Und ja, ich finde halt diese hochmanipulative Art, die sie hat, ne? Also, und sich mal in den Vordergrund zu bringen, auch wie es jetzt heißt, von wegen, sie wäre schwerbehindert, über 60% oder so, ne? Ich dachte so, wow, also tut mir leid, mein Vater habe ich versucht, der hatte zwei Schlaganfälle, bei der LVA hier als schwerbehindert einen Ausweis zu kriegen. Und da haben die das total komplett abgelehnt. Ne? Also die haben ihm 35% gegeben. Und mit einer bipolaren Störung, also da kann keiner ein Dings kriegen, einen Schwerbehindertenausweis kriegen. Ne? Da hat der Cecilia ja auch dazwischen gegriffen und hat gesagt so, ey, weiter, stopp mal, weißt du? Meinst du, also wenn angenommen, das ist so, weil sie geistig wirklich nicht auf der Höhe ist, meinst du nicht, dass man dann wirklich nicht einen Schwerbehindertenausweis bekommen kann? Nee, das glaube ich nicht. Mm-mm. Nee. Okay, weil da habe ich gar keine Ahnung von, deswegen, ich habe auch nicht mal gegoogelt Also, oder so. meine Lieben, falls ihr irgendwelche Ahnung habt darüber, ihr könnt das auf jeden Fall reinschreiben. Das würde mich mal interessieren. Gerade mit Janette habe ich ja Ah, warte mal, guck geschrieben mal, hier und schreibt gerade eine, Principessa, ich bin auch schwerbehindert und habe Borderline. Hast du, Principessa, aufgrund deiner Borderline-Erkrankung den Schwerbehindertenausweis bekommen oder wie war das? Weil, genau, eine Doro schreibt auch, weil bipolar kann echt übel sein. Ne? Also bipolar ist wirklich Es ist auf heftig. jeden Fall überübel, aber ich glaube nicht, dass man 60% dafür kriegen kann. Ich weiß es nicht. Also, und Ja, wenn sie das das ist. hätte, ne, dann würde man sie da gar nicht reinlassen, glaube ich. Das ist das auch das Ding, was mich halt auch so. Also, das glaube ich Ich nicht. verstehe Das halt glaube nicht, ich dass nicht. die Produktion die dann immer einlassen und einladen. Ich verstehe es nicht. Ja. Also, schreib gerne mal. Also, ich hatte mit Janette geschrieben. Janette ist ja Psychologin, ne? Und die hätte mir auch so ein paar Sachen geschrieben, aber ich glaube, die kann das hier ausführlich nochmal reinschreiben, was man, ja, ob das jetzt wirklich, wenn man eine bipolare Störung hat, im Sinne von, ja, Tessa, ob man da irgendwie 60% Grad Schwerbehinderung kriegen kann. Also Schizophrenie ist was anderes. Ich glaube, Borderline, ich weiß gar nicht, wie es ist, wenn man sich selbst wehtut, weißt du?
Ja, das kommt dann auch mal wie auf Borderline auf die Störung drauf an, ne? Wie schwer Genau, ist ja. die? Die geht ja auf den Körper über, weil du kannst ja auch Borderliner sein, wenn du Selbstzerstörungen eher lebst in zwischenmenschlichen Beziehungen, ne? Und so. Das ist auch wieder so eine Sache. Deswegen die psychischen Erkrankungen sind so, die können teilweise aber auch so heftig sein, ne? Also, ich weiß nicht. Für mich war diese Situation einfach so eklig, weil die Frau Effenberg, egal wie ich zu ihr stehe, hatte eigentlich ja recht in dem, was sie sagt. Sie hat mit ihrem Fuß, sie konnte nicht und hat gesagt, ich bin mit meinem Fuß jetzt behindert oder was sie genau gesagt hat oder ich bin behindert mit dem Fuß. So, und behindert heißt, sie ist ja behindert, nicht behindert, Genau, sondern ja, sie also eine Behinder, genau. also, ne, weißt du, wie ich Es meine? ist So, und damit hat sie ja. eine Behinderung, genau, mit dem Fuß zu. Ja, genau, ich habe es ja richtig gut verstanden, aber dir hat das nochmal ganz anders aufgefasst. Und, Genau. aber was ich auch sehr, sehr wichtig finde in dem Sinne, ist, dass der Papis sie nicht nochmal füttern sollte, ne? Weil sie ist ja, Tessa ist ja im Grunde genommen so richtig manipulativ mit ihrer Art, ja. Und er Ah, hätte sie ja. nicht. Genau. Er hätte sie einfach lassen sollen. Sie hätte gehen, Genau. sie wär gegangen oder sie wäre dann wieder zurückgekommen. Also man hätte sie einfach so lassen sollen, grundsätzlich. Genau. Finde ich auch. Ja, Papis Man, ist, glaube ich, so einer, der steht mit jedem gut da, ne? Und möchte jedem so. ja, ich glaube, Was? Papis ist auch eine kleine Zicke, ne? Also kann ich mir Ja? gut vorstellen. Der war ja auch bei Promi Big Brother so, glaube ich. Das habe ich nicht gesehen, deswegen. Nee, ich habe nur so Ausschnitte gesehen, da wo er reingekommen ist und dann ein Shampoo wollte irgendwie. Ach so, okay. Ja, Auf genau, jeden Fall. eine Ja. Fanny schreibt hier auch, Claudia hat das nicht als Beleidigung gegen Behinderte gemeint. Genau, weil es ist ja eine Behinderung mit dem Fuß gewesen. Und dass da die Tessa da so reingrätscht und sagt, nee, also so, und das sagt man nicht. Und ich hätte auch gesagt, boah, halt's Maul. Was sagt Aber guck man mal, denn sie schreibt. dazu, wenn ich nicht laufen kann? Ich habe eine Behinderung, ich bin. Ja, guck mal, Janet schreibt hier, glaube nicht, dass du mit Bipolar ins TV darfst. Also glaube ich auch nicht. Wenn du mit Medikamenten eingestellt bist und du das bescheinigt bekommst, dass du gehen darfst? Ich weiß nicht, also jetzt nach Australien, ins Dschungelcamp, also finde ich sehr grenzwertig, weil Flugzeug einsteigen, aussteigen und dann so viele Menschen erleben, also das ist ja, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich Hm. bezweifle das, weil. Hm. Aber ich denke nicht, dass sie es erfindet. Na, also, weil sie ja wirklich, wie man ja merkt, nicht auch ganz auf der Höhe ist. Real Talk. Deswegen glaube ich, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das erfindet. Ja. Ja, müssen wir mal abwarten, was sie Ja, irgendwie was für da noch Aussagen noch weiterkommt. tätigt. Ja, Genau. werden wir halt sehen. Also ich bin gespannt. Also dafür, dass sie wirklich so viel jetzt im TV geboten hat, finde ich, das, was sie dort am Tag geliefert hat, ich finde auch grundsätzlich, auch mit dem Veganismus, ne, Ja, so das ist auch so. Das extrem ist. viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Also ich finde, ja, ich glaube, die merkt das selber nicht mal, dass sie so drauf ist. Weißt du, das kann auch natürlich gut angehen. Aber man muss ihr auch die Möglichkeit geben, indem man halt nicht darauf reagiert, dass sie mal selbst reflektiert, weißt du? Wie Papis das gemacht hat, der ist ja direkt ihr hinterhergegangen, weißt du? Und sie versucht zu ermutigen, was ich sehr, sehr gut finde, ist nett und so. Aber da sollte man natürlich nicht so, da sollte man, die sollten halt selbst reflektieren mit der ganzen Sache. Ich habe auch dieses Gefühl, ich bin ja selber vegan, beziehungsweise 90% vegan, 10% vegetarisch nur, weil ich zwischendurch mal ein bisschen Käse stibitze und 2020 mal wieder Rührei gegessen habe. Deswegen sage ich immer, ich bin nicht voll vegan. Ich finde es aber anstrengend, genauso wie diese militante Veganerin, die da eben auf YouTube, kennst du die, kursiert. Diese extrem Hardcore-Veganer, die sind so unsympathisch, wenn die so wie Tessa agieren. Und das schreckt eher die Leute ab, als dass sie drüber nachdenken, vielleicht auch weniger Fleisch zu konsumieren oder weniger Milchprodukte zu konsumieren. Das fördert das Ganze ja nicht. Und ihre Mission ist ja im Fernsehen auf Veganismus aufmerksam zu machen. Aber das fördert das Ganze nicht. Ich weiß nicht, wie es ihr als Zuschauer seht, die nicht vegan leben. Oder denkst du, das fördert es?
Oh, wegen Tessa Nee, kommt jetzt ja einer, der sagt. ja, nee, das geht auf jeden Fall nach hinten los. Es gab ja diese, bei der Prüfung gab es doch diese Kotzfrucht, ne? Und die war ja vegan, die Gigi gegessen hat oder versucht hat zu essen. Stimmt, die ist eine Frucht. Genau. Und in England, also grundsätzlich muss ja die Produktion auf jeden Fall auf die Teilnehmer drauf eingehen. Es muss viele Möglichkeiten geben, auch wenn man vegan lebt, ne? Und klar, das, was Tessa dort macht, das sollte man nicht als Beispiel nehmen, aber die Produktion hätte auf jeden Fall, wie bei Boy George, beim Dschungelcamp in England, hätten sie auf jeden Fall so ja, verfallene Früchte anbieten können, weißt du, oder Gemüse anbieten können, das richtig stinkt und eklig ist und so. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. True. Ja, Aber sehe ich grundsätzlich, auch so. wie sie halt mit dem Veganismus umgeht und wie sie es wirbt, ne? Also stellt sie sich auch in so Opferrolle, ne? Also grundsätzlich, bei sehr, sehr vielen Sachen macht sie das halt, ne? Wo ich dann denke immer so, wow, also schon am ersten Tag will man so krass die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und generiert eigentlich nur Streit. Genau, und das ist das Problem, was ich auch mit ihr habe. Zum Beispiel bei, ich, als, ich esse, als, ich würde jetzt auch kein totes Tier da essen. So, aber du kannst als Veganerin reingehen, denn es ist nicht jeden Tag, dass du ein Tier essen musst. Wie du sagst, du hättest auch die Kotzfrucht essen können. Spiele kannst du Ja. mitmachen können und wenn du mit den Tieren spielen musst, wenn da irgendwas ist, kannst du vorsichtig mit den Tieren umgehen, dies, das. Klar kannst du nicht jede Dschungelprüfung machen dann, aber zumindest den Großteil kannst du mitmachen. Aber Und das sie Ding ist hätte halt, das. aber Entschuldigung, ich unterbreche dich. Beatrice schreibt gerade, da hat sie komplett recht, dass man auf jeden Fall die Frucht, die Kotzfrucht hätte man weiterschieben können an Tessa und Lukas. Genau. Also die haben nicht nachgedacht, weißt du, das stimmt auf jeden Fall. Und da hätte man ein bisschen mit nachdenken sollen. Genau, da hätte sie Mitdenken. auch sagen sollen, schieb durch an mich. So. Und das ist das Genau. Ding. Wenn ich da reingegangen wäre, ich hätte gesagt, alles, was Frucht ist, alles, was irgendwie flüssig ist, aber nicht vom Tier kommt, schieb mir rüber. Ich mache alle kraftvollen Challenges, die mache ich. Ich gehe auch mit Tieren in die Höhlen, all das, aber ich esse keins. Aber ich bin trotzdem so. Dann hätte niemand damit ein Problem, sage ich euch. Also keiner wird sagen, ja, okay, warum gehst du in den Dschungel, wenn du keine Pimmel isst? So, Entschuldigung. So, ne? Aber sie verkauft es wirklich so, nein, gar nicht. Nein. Also Nein, das das ist ist total ja, gegen Ethik. Das ist komplett gegen nein. Ethik und Moral, ne? Und Ja. das geht natürlich überhaupt nicht. Nee, also Wenn wo sie sie, dann. wenn sie, genau, entschuldige, wenn ich was, wenn sie so Ethik und Moral, was Veganismus angeht, dürfte sie gar nicht da rein, weil Dschungelcamp an sich fördert nicht Genau, das das habe gute ich auch in Tierwohl. meinem Video, beim Vorstellvideo des Casts, habe ich auch gesagt, so wenn du jetzt wirklich Veganismus versuchst zu. Weiß ich nicht, so groß breit zu treten und zu zeigen, dass das nicht in Ordnung ist, dann hätte sie da eigentlich nicht mitmachen dürfen. Ne? Also, oder sie müsste dort sagen, ja, ich habe mich darauf eingestellt und da gibt es einige, oder die Produktion hat mir gesagt, dass ich so Früchte bekomme oder irgendwas in der Art. Ne? Die haben sich da was ausgedacht, aber sowas gab es ja nicht. Also darüber haben die gar nicht geredet. Deswegen, ja, also interessant, alles so ein bisschen interessant. Ich bin gespannt, so wie das Ganze sein wird. Und ich glaube, die Leute sind richtig genervt von meiner Brille. Ach Gott, alles gut. Was ich noch, sie betreibt halt Aktivismus, das Dschungelcamp als Plattform zu nutzen, ist extrem schlau. Nee. Ja, es haben, glaube ich, 4,6 Millionen Deutsche haben eingeschaltet, ne? Ja, aber klar, aber dann nein, nicht so. Dann müsste sie, wie gesagt, gegen die Spiele sein, gegen die Tier, das ist Ausbeute, die benutzt man dafür. Nein, Ja. das ist ja vollkommener Blödsinn. Nein. Aber das sind ja alles tote Tiere, weißt du, die schon gestorben sind und von denen man Nein, die wahrscheinlich. Spiele auch. Die Spiele, da waren immer Kritik, stand Dschungel immer in der Kritik, weil Okay. teilweise die Tiere schlecht behandelt haben beim Wegschubsen, wenn die im Weg waren oder Ja, wenn die ja, so anfassen, das ist alles Ausbeute von Tieren und die ja. haben Ja, keinen Bock eigentlich, die Spiele mitzuspielen, ne? das stimmt, Wenn ja, wir das stimmt. schon so extrem wie Tessa es, also wie sagt man, lebt, dann passt es nicht. Aber sie kommt ja Ne? jetzt in die Dschungelprüfung, ne? Oh ja, das Und kommt ja gleich, genau. genau.
Es war mir irgendwie von Anfang an klar, ne? Also die auch. Ja, klar, absolut. Also Also ich. die wird auf jeden Fall gewählt, habe ich immer gesagt. So die Leute werden sie auf jeden Fall reinschicken. Ja, voll. Also ich werde es, ich glaube auch, kann man eine Wette abschließen, dass sie, glaube ich, solange die drin ist, jede Dschungelprüfung machen muss. Davon bin ich überzeugt. Ja, das kann man sich Sie oder im Team mit Cecilia? Ich wette da obwohl. meine Brüste zu. Ja, okay, das hat nichts. Ja, also das wollte ich auch nochmal sagen. Tut Ja. mir leid, ich habe nichts gegen psychische Erkrankungen. Also ich habe selber ganz krasse Nee. psychosomatische Beschwerden immer nonstop entwickelt und habe dadurch krass abgenommen, konnte irgendwie nichts essen und habe so richtig Übelkeit gespürt immer wieder, jahrelang. Und da bin ich wirklich der Letzte, der irgendwie gegen, also irgendwas da in der Hinsicht hat. Also, nee, auf jeden Fall. Ich habe selber auch eine Therapie gemacht. Also, das Herr würde ich Thanos wird dir gerne direkt nochmal. unterstellt. Direkt wird dir das unterstellt. Ja, nee, also wir reden ja einfach über diese Sache mit Tessa, ne? Und Ja, genau. ob ich daran glaube oder nicht. Und also, das kann sein, aber ich glaube ihr nicht, weil dadurch, dass sie halt ganz, ganz viele Sachen im TV sich geboten hat, finde ich das förmlich, weiß ich nicht, so wie sie es auch gesagt hat, ich bin schwer behindert. Dann meinst du sie ja, wie du bist schwer behindert, weißt Ja, du? Und genau. Ja. wenn du wirklich so schwer behindert bist, die Produktion würde dich wirklich nicht da reinlassen. Das würden die nicht tun. Tut mir leid. Ja, ich Ich würde weiß sehr es auch gerne mal nicht. sehen, ja, ich würde gerne mal wissen, was sie da für eine Erklärung hat. Also danach, das würde mich mal so krass interessieren. Also nichts gegen psychische Erkrankungen. Tut mir leid, ich habe ganz, ganz viele Leute um mich herum, die psychische Erkrankungen haben. Wir haben alle psychische Erkrankungen, finde ich, wenn man sich das so ein bisschen mal anguckt. Wir haben alle unsere Ja, Macken. ich sag's eigentlich Weißt ja selber, wir sind alle nicht austherapiert. Sag ich auch Ja, mal. genau, bin ich auch der Meinung. Und ich hätte auch lange damit zu kämpfen, also wo es mir richtig schlecht ging. Also ich hatte richtig so überlegt, ich konnte aus dem Haus nicht gehen, mir war richtig so übel, ich hatte Übelkeiten entwickelt während den Klausuren, ne? Und es ging irgendwie ein Jahr komplett kontinuierlich durch. Meine Eltern haben sich richtig große Sorgen gemacht, wirklich. Die hatten, also Heftig. ich wog 60 Kilo, ne? 60 Kilo wog ich, 59, 60 Kilo. Und der Arzt meinte, das ist alles in Ordnung bei mir. Also ich hatte keine Essstörung oder so, aber ich habe einfach Ist auf den so, Magen geschlagen. ja, es war die Angst vor Phase. der Angst, ne? Also ich habe es so generalisiert, ich konnte nicht aus dem Haus gehen und ich habe so richtig Ängste entwickelt, ne? Und das hab ich immer noch, ne? Also es kommt immer noch so ein bisschen hoch und wo es mir halt richtig schlecht geht. Und ja, aber das gehört halt zum Leben, ne? Ich versuche damit umzugehen, ich gehe damit richtig gut um und es ist alles gut. Aber wie gesagt, unterstellt mir ja nicht irgendwie, ich könnte damit nicht umgehen. Weil ich habe mich so gut über solche Sachen auseinandergesetzt, habe selber Das weiß ich auch, wie Psychologievorlesungen gemacht. privat. Wir haben auch Deswegen. privat schon oft drüber gesprochen, das weiß ich ja auch. Genau, Nein, brauchst du dich ja. nicht weiter rechtfertigen, alles gut. Nein, Sollen wir noch nein. zum Abschluss klären? Wer denkt ihr, würde abbrechen? Wer ist ein Kandidat, der abbrechen würde? Und wer wird gewinnen oder wer wird die Top 3 sein? Was denkt ihr? Ja, aber davor können wir noch mal erwähnen, Yvonne, noch mal Ja. dazwischen, great story, mit Ja. dem Fu von Cosimo und Tessa. Ach so, der Fu. Ja. Was soll Also ich ist ja dazu sagen? auch, wieso haut sie sowas raus und wieso ist sowas passiert? Also ich glaube, Cosimo ist selbst ein selbstverliebter Mensch, weißt du? Der will ja auch so zeigen, so was Sache ist und er generiert sich ja auch immer in den Vordergrund. Und die ist ja genauso. Ne? Es sind ja Leute, die so auch sehr hochmanipulativ sind und irgendwie das auch nicht checken, dass sie so sind. Weißt du, bin ich der Meinung. Und Cosimo dann, dass er dann sagt so von wegen, ja, alles gut. Ne? Also du bist hier eigentlich, um eine Show abzuliefern. Und dann meinte er am Ende ja, mich würde mal interessieren, wenn die Kameras hier ausgehen, wer ein Spiel spielt, wer nicht. Ja, und deswegen bin ich halt auch auf diesen Gedanken gestern gekommen. Ich glaube, dass Cosimo einer ist, der deswegen, glaube ich, den Gedanken auch mal offen ausspricht, dass er abbrechen will. Ich glaube, dass Cosimo dem mental nicht gewachsen sein wird. Meinst du? Ja, weil die sich nicht getraut haben, was gegessen zu haben oder was zu essen, oder?
Nee, der war ja so auch schon schlecht gelaunt am ersten Tag gestern, so ein bisschen, ne, bei dem Interview zum Schluss, bei der Dschungelprüfung, ja, was ist denn los? Nix. Und ja, ich glaube, dass die hier manche ein Spiel spielen, so nach dem Motto, wenn die Kameras aus sind, ob sie dann genauso wären. Und deswegen glaube ich, dass er mal ein Kandidat ist, der schwankt, dass er sagt, er muss da raus. Vor allen Dingen Cosimo ist, glaube ich, jemand, der ja auch gerne isst. Ja, das ist ja, das kann man nicht leugnen. Und wenn die auf Entzug sind, weil Tessa immer in die Prüfung rein müssen, muss, Er hat sich erst eine Banane in den Schritt gelegt, ne? ja, deswegen, ne, also der, wenn der auf Alter. Entzug ist, ich glaube, das bei ihm wird's hart, glaube ich. Ja, Das ist so also mein als Verdacht. Cosimo abbrechen würde. Dass er es, ob er es tut, weiß ich nicht, aber dass er es zumindest mit sich hadert. Ja. Meinst du, deswegen hat dann auch Dings der Sonja gesagt, so von wegen, hast du Heimweh? Ja, genau. Ich glaube, dass, weil er braucht, glaube ich, auch seine Leute um sich herum, so betüdelt so ein bisschen werden. Ne? Also ich, das wird hart. Das wird, wir wissen, dass der Dschungel hart ist. Und ich glaube nicht, dass Cosimo dafür gemacht ist. Na, Aber ich okay, kann mich natürlich auch täuschen, aber ne? vielleicht, ja, vielleicht könnt ihr die Urkraft ihr helfen. Ja, das ist auch so ein Thema für sich. Da bin ich auch mit der Anni, meiner Freundin, mal besprechen von Influencer lieben mich. Wie wir, was wir von Jana halten, ich weiß es auch nicht. Das ist auch so ein schwieriges Thema, ob wir die Urkraft mögen oder nicht. Ich will es nicht. Also Ich will es nicht. ich finde, sie bringt mit ihrer Art frischen Wind rein. Ich finde, sie ist einfach für sich, weißt du? Und sie ist da, aber die kennen ja halt auch vom Sommerhaus der Stars so, ne? Also man denkt wirklich, sie hat eine Schraube locker, aber ich bin der Meinung, sie ist einfach anders. Sie spürt das wirklich, sie ist sehr spirituell und das zeigt sie, möchte sie auch zeigen. Und das ist auch schön und gut so. Also ich bin da jetzt nicht so irgendwie das, wo ich sage so, lieber eine Jana als eine Tessa, weißt Ja, das sowieso, deswegen sage ich ja immer, da du? bin ich auch so, ja, du kannst gegen Jana nichts sagen, so, weil die tut ja nichts und ist immer Frieden mit jedem. Aber schon im Sommerhaus ist sie so ein bisschen abgespaced und jetzt nochmal richtig krass, finde ich. Aber sie hat ja ordentlich Jana. die Leviten gelesen, ne? Muss man auch zulassen, muss man auch sagen, finde ich, beim Sommerhaus der Stars. Genau, deswegen, da konnte sie es noch irgendwie so ein bisschen. Aber jetzt hier, die ist nochmal krasser. Also Ja, ich finde das. sie hat sich halt entwickelt und sie meint ja, sie ist Schamanin oder so, ne? Ist das so? Ja, ich glaube, das habe ich auch gehört. Also ich finde das, ich weiß nicht, ich find das schön, ich finde es schade, dass irgendwie die beiden Fußballerfrauen halt sich lustig machen über sie. Ja, aber das sind Fußballerfrauen. Ich kenne die Branche, wir wissen, was willst du da erwarten? Die können sich hervorragend über das Chanel-Täschchen unterhalten, aber lass mit Genau. Schamanen oder mit Spiritualität, nein. Ja, Nein. finde ich total schade eigentlich, weil ich finde es auch, also sie hat das Feuer auch gemacht, ne? Das Feuer, jeder hat es irgendwie versucht, Ja, ist so sie stand dann, krass. bam, hat es so hingekriegt, ne? Ich glaube, die hat ja auch, Ja. glaube ich, ziemlich lange, hat so Rucksacktouren und so gemacht, glaube ich, ne? Also, Ja. ich Ja. mag die, ich mag sie, also sie Ja. ist anders, ich mag es, wenn man anders ist. Ja, deswegen bin ich auch mal gespannt, wie sie sich da schlägt. Warte, ich hatte eben einen Kommentar, das hat mich ein bisschen was. Gut, dass ich irgendwie. Ah ja, so genau. Wegen der Frau Effenberg. Ich nenne sie Frau Effenberg, weil ich kenne sie privat tatsächlich. Weil ihr Mann, Stefan Effenberg, war der Manager, also der Club, der Manager von Patrick. Und Ah, deswegen habe okay. ich mit Claudia auch privat zu tun gehabt. Ich kenne sie also und auch den Stefan Effenberg. Und für mich ist das Wieso? schwer, das Private, ja, weil wir durch den Verein zu tun hatten. Ne, wir haben auch Okay. hier auf dem Gelände gelebt bei mir. Ja, wir haben uns also hier öfters gesehen und so. Deswegen ist es für mich schwer, das Private da rauszuhalten, weil ich finde, dass die Claudia Effenberg fürs TV gemacht ist, die wird polarisieren und zwar richtig heftig. Okay. Aber ich glaube, die kann echt unangenehm werden. Und so wie sie gegen Jana geschossen hat, das war am ersten Tag, und wie sie so redet, ich glaube, die kann echt unangenehm werden. Aber ich bin richtig gespannt, was sie für ein Gesicht zeigt. Sag mal, wusstest du, dass hier der Erik Sindermann eine Kooperation hatte mit der? In welcher Hinsicht eine Kooperation? Die haben zusammengearbeitet, was so seine Hoodies angeht. Er hat Hoodies für die gemacht, die hatte so einen Waffelladen. So ein Waffelladen in München. Okay. Ja, das Nein, hat er keine letztens Ahnung. gepostet.
deswegen. Und irgendwie Aha. läuft es zwischen den beiden doch nicht so gut, ne? Und da war so ein bisschen traurig. Das habe ich halt so ein bisschen gelesen über Insta. Aber das wusste ich gar nicht, dass er sie dort, sogar bei YouTube haben die da so ein kleines Filmchen reingestellt, wo er sie besucht während der Corona-Zeit und dort die Hoodies entwirft für sie und so. Und ja, krass. Oh, interesting, habe ich nicht mitbekommen. Ihr schreibt auch Richtig. eine Meltdown. Ich wusste gleich, dass Claudia keine Camp-Mutti wird, wie vorher viele dachten. Nee, eine Camp-Mutti ist sie nicht. Sie Nee, würde auf jeden gerne, aber es ist sie nicht. Nee, nee, ist sie auf jeden Fall nicht. Also damit will sie halt zeigen, grundsätzlich, die immer Essen machen, die immer so Camp-Muttis sind oder so, die weiß, dass man da weiterkommt, weißt Genau, deswegen. Und sie wird die du? Ellenbogen ausfahren. Ja, also ich bin auch total überrascht von Lukas Cordalis, ne? Hätte ich nicht gedacht, ne? Der ist so bei sich. Der ist sportlich und der ist für jede Prüfung da, ne? Also es ist Denke ich auch. Der wird auch weit kommen, glaube ich. ja, der wird das auch ordentlich rocken, glaube ich. Also Deswegen, ja. was sind jetzt so die Top 3, die du hast? Also meine Top 3 auf jeden Fall Cecilia ist dabei, Lukas ist dabei und Jamila. Die dürfen ja auch nicht. Jamila? Ja. Jamila Ja? Ruwe. Naja, Ja. meinst du, die beißt sich durch? Ja, aber die war ja auch auf der, die hier hat ja gegen Filip Pavlovic hat sie doch das letzte Mal beim Dschungelcamp, wo sie dabei war, hat sie Stimmt, da war ja diese Vorschau, diese Alternativshow. Sie war ja im Finale mit dem. Stimmt. Genau, und dann konnte sie irgendwie eine Sache nicht essen, ne? Also ich glaube, die ist da. Und ich finde auch, sie ist ein Sympathieträger. Also ich meine, man darf nicht. Nicht, also ihre Lippen und so, ihr Gemachte und so. Ich finde, sie macht sich auch sehr, sehr lustig darüber, finde ich auch super gut, ne? Also sie belustigt sich richtig darüber, wo dann auch die meinte so, du hattest ja keine Angst. Und dann meinte sie, mein Gesicht ist voller Botox, das bewegt sich nichts, weißt du? Weißt du das Ich mag nicht? Jam also doch ja, also ich mag Jamila generell sehr, aber ich weiß halt nicht, ob sie körperlich, mental der Sache gewachsen ist. So darum geht es mir eigentlich, weißt du? Ah, Ja. okay. Aber Aber Jamila mag ich total. ja, ich habe die ja bei Erik Sindermann getroffen, auf der Party. Die war mit Michaela Schäfer dort. Aha, Genau. okay. Ja, genau, die sind ja da irgendwie da. Genau. Also ich mag die. Also ich finde die, Ich auch. ja. Ich Also ist auch. eine ganz Liebe, hat das, er hat es, glaube ich, am rechten Fleck. Man weiß es, man sieht es aber nicht. Ne? Also ihr Äußeres ist halt anders als ihr Inneres, glaube ich, einfach. Und das darf man natürlich irgendwie nicht vorschieben. Also ich mag ihre Art, so wie sie sich auch gegeben hat. Und sie ist ja irgendwie total dicke gewesen mit Philipp, ne, Pavlovic. Und ich finde, doch, ich mag die Ja, ist cool. ich mag sie auch sehr und deswegen bin ich gespannt, ob sie es durchhält. Ja, ist eine coole Socke. Also ich glaube doch schon. Also die macht das ja, also ich meine ja auch jedes Mal so, ich will, dass mein Sohn stolz auf mich ist, weißt du? Also hatte sie ja des Öfteren betont auch. Doch, Lukas auf jeden Fall, der ist auch dabei. Cecilia und wer sind denn deine Top 3? Ja, das hätte ich auch so gesagt. Also ich hätte jetzt nicht, ich gehe nicht nach dem Beliebtheitsfaktor meiner Sympathie. Ich gehe mal so, was ich denke, was dass jemand mental stark und körperlich ist. Ah, okay. Also ich glaube, dass die Cecilia mental stark ist, aber ich glaube, die hat viel Höhenangst. Aber ich glaube, Cecilia ist auch in meinen Top 3. Dann auf jeden Fall Cordalis, ne? Claro. Der wird das auch gut durchziehen, denke ich. Ja, Was sagst der du? wird das auch, der wird das auch rocken, ne, Genau. meinst du? Ja, ach, rocken, ja, genau. Genau, ich habe akustisch nicht verstanden. Ja, und Top 3. Ich glaube, dass Julina Mennen unterschätzt wird noch. Ich glaube, sie ist ganz stark mental. Und Ja. sie wird das, glaube ich, auch sehr weit bringen. Ich glaube, die drei, ja, die Ja, sind so. ich finde es auch cool, dass sie auch mit drin ist. Also das wollte ich nochmal betonen, ne? Weil diese Transsexualität nochmal zu zeigen, zu erwähnen und nochmal publik zu machen, gerade beim Dschungel, wo ganz viele Zuschauer natürlich dort einschalten und die Berührungsängste, ne? Viele haben ja Berührungsängste und kann es nicht künstlich verstehen. Ich finde es super. Die wird da wahrscheinlich einiges so auspacken, erzählen. Was mich aber auch noch interessiert, ist ja von Jana. Sie hat ja auch irgendwas durchgemacht, ne?
meinte sie Genau, auch die im Geschichte bin Einspiel. ich gespannt. Ja. Auf die Geschichte bin ich auch krass gespannt. Also ich glaube, bei Gigi würde mich das mal interessieren, weil er ist ja so, er hat ja grundsätzlich, finde ich, so Berührungsängste, ne, was Jolina angeht. Und da bin ich mal gespannt. Total. Ja, aber da bin ich mal gespannt, so wie er mit der. Nee, also ich glaube, er ist schon ein Mensch, der gerne so dort auch Sympathien zeigen könnte, würde. Aber diese Männerrolle, die er so hat, weißt du, das ist so ein Schein. Deswegen würde mich das sehr interessieren. Ich glaube, die werden sich gut verstehen, die beiden. Ich bin echt gespannt. Es ist tatsächlich, wenn man so drüber spricht, auch mal, deswegen ist der Talk ganz gut, echt, dass man eigentlich viele Facetten drin hat. Ne? Die Cast ist schon sehr gemischt. Das ist Genau, gut. Eigentlich ist die gut, die Cast dann, ja. ja. Ich hab echt lange darüber nachgedacht, ne? Also wie, was, wer. Und ich habe sogar ein Zettelchen gemacht hier, ne? Ah, krass. Ah, Genau, gut vorbereitet. ich hab die ganzen Prüfungen, also die Prüfung habe ich hier aufgeschrieben, so wer jetzt gesperrt ist, hatte mich mal auch interessiert. So Jamila Rowe wurde gesperrt bei der. Wo Sonja da kam Ja, und meinte so, genau. jetzt nominieren wir. Also es gab ja mal vielleicht und vielleicht. Gigi und Tessa waren ja vielleicht. Und gesperrt, also ich weiß nicht, inwiefern gesperrt, das habe ich nicht verstanden. Vielleicht kommt das heute raus. I don't know. Wir haben noch Weiß eine ich. Minute 40 im Stream. Dann bricht er leider ab laut Instagram. Okay, Weißt du okay. So, so Bescheid? lange. Okay, auf jeden Fall. Ne? Aber wir Yvonne. haben ja jetzt gleich eh, wir haben 10:15. Gleich beginnt ja schon in einer halben Stunde Dschungelcamp, die Prüfung mit Tessa. Sind wir Ja, gespannt? auf jeden War Fall richtig total. cool heute. Waren viele im Total, Stream. ja. Hätte ich nicht gedacht. Ja, auf jeden Fall. Also danke auf jeden Fall. Und die Tage sehen wir uns nochmal und reden nochmal über Dschungel, Dienstag, also ne? Dienstag eventuell. Genau, Dienstag, okay. genau, Halten wir Dienstag fest. 21 Uhr. Ja, Genau, sehr gern. perfekt. Ich freue mich Gut, auf jeden Fall. Freunde. Wir uns Ja. auch. Dann danke, dass ihr zugesehen habt, Freunde der Sonne. Gleich dann um 22:15 Uhr Dschungel. Und wir sehen uns dann Dienstag wieder hier im Livestream um 21 Uhr circa mit Tana. Und ich mache ab morgen 19 Uhr jeden Tag eine Reaktion zum Dschungel auf dem YouTube-Kanal. Ach so, okay, super, cool, Ja, ja. wisst ihr Bescheid. Machst du auch was zum Okay. Dschungel? Ja, also wenn dann online gehen, ne? Mehr nicht. Also Okay, was? okay. Dann Wir machen wir das schreiben noch. so. Okay. Machen wir. Gut, dann vielen Dank für heute Abend und dann tschüss, bis später, Freunde der Sonne. Ciao, Yvonne. Tschüss, Tana. Tschüss. Ciao, ciao, Tschüss. ciao.